Ich möchte nochmal anfangen an der historischen Dimension. Es ist von außen und von innen halt immer anders. Die Innensicht ist, Europa ist zerstritten, Europa ist nicht einig, jeder macht das seins. Aber aufgrund der historischen Dimension und der Entwicklung, die Europa gemacht hat, als Friedensprojekt, als ein Projekt, was nationale Ideologien überwindet, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Es ist von außen deutlich, als perfekt wird es angesehen. Und das macht Europa, oder ist der Anspruch an Europa, es zu einem Populär zu machen. Man wartet einfach, dass ein solches Konstrukt, wie es einmalig auf der Welt ist, dass dieses Konstrukt mehr kann als national. Punkt 2. Europa ist und hat ein Globalisierer durch die Wirtschaftsmacht. Das ist einfach ein Fakt. Und es ist ja nicht nur die 28 Mitgliedstaaten. Wir haben ja, wenn man die Wirtschaftsmacht betrachtet, noch 3 Staaten dazu. Das sind schon mal 30. Und wir haben die beiden Länder, die ja de facto in dem gleichen Wirtschaftsraum sind. Je nach Standort praktisch sind sie dabei. Und schauen wir uns an, wie groß es ist. Es gibt einfach keinen größeren Zusammenschluss, der weit über das Staatliche hinaus gemeinsamen Wirtschaftsraum. Und das ist einfach de facto in unserer heutigen Welt die große Macht. Auch das würde vielleicht die Fähigkeit Europas gar nicht so weit und so bedeutend in der Welt machen, aber es gibt in dieser Macht einen riesengroßen Fortschritt durch den Lissabon-Vertrag. Der Lissabon-Vertrag hat es möglich gemacht, dass Europa als Global Player auch spricht. Weil in allen den zentralen Wirtschaftsverhandlungen, und das ist die Macht, es ist nicht die militärische Macht, die die Welt bestimmt, sondern es ist die Wirtschaftsmacht und die Fähigkeit, im Wirtschaftsraum auch zu handeln. Dort spricht Europa mit einer Stimme. Ganz klar, es gibt eine einzige Vereinigungsperson, und das ist die Kommission an dieser Stelle, und das dahinter steckt eine große Wirtschaftsmacht. Das heißt, die Fähigkeit Europa als Globalisierer ist da. Und sie wird auch ausgeübt. Nicht in jedem Fall, vielleicht zugunsten der Menschheit, aber die Fähigkeit ist da, sie zugunsten der Menschheit auszuüben. Es beginnt in einigen wichtigen Schritten, zum Beispiel, ich sage nur mal die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung. Europa ist eigenständig beigetreten und die Mitgliedstaaten sind beigetreten. Das heißt, wir können zeigen, wie das funktioniert, sodass kein Mensch mehr vor einer Barriere steht. Das kostet eine Menge Geld, das ist eben noch nicht perfekt, aber wir haben uns dazu bekannt, dass es perfekt ist. Und dass es so ist, zeigt ja, welche Rolle Europa in der Welt spielt. Warum hat Europa diese Rolle bekommen, die Verhandlung im Iran zu führen? Eines der schwierigsten Konflikte auf dieser Welt. Weil man diesem Europa das zutraut. Und zwar, warum traut man das zu? Das, was als Schwäche gerade genannt worden ist von Europa, Vielfalt, dieses Klein-Klein, wird von außen als Stärke gesehen. Eine Macht, die das schafft, diese Vielfalt unter einen Hut zu kriegen, die kann viel mehr als alle anderen in Europa. Das ist das, wenn ich das erlebe, ich auch zum Beispiel in regionalen, sehr schwierigen Konflikten. Ich habe 10 Jahre auf Außenpolitik gemacht und bin in fast allen Konfliktgebieten Osteuropas gewesen, wo die Minen sehr eng waren. Und die Fähigkeit, dass ein europäisches Parlament, Parlamentarier aus so vielen verschiedenen Nationen, die gemeinsam Politik machen für diesen Kontinent, die miteinander klarkommen, ist ein so großes Vorbild für jeden regionalen Konflikt, für jeden ethnischen Konflikt. Das ist für viele eine Lösung. Und deswegen ist genau das innere Konfliktlösungspotenzial, was Europa hat und was Europa gezeigt hat, was als Innensicht oft als gar nicht gelöst sieht, siehe Zypern, siehe Belgien, das weiß ich auch, aber von außen wird es als perfekte Lösung
um einen Konflikt zu lösen, der ethnisch ist. Und ich möchte noch an eins erinnern. Wir erinnern uns an die Balkankriege. Und wir erinnern uns, dass wir nicht wussten, wie dieses Feuer zu löschen ist. Es ist gelöscht worden mit einer einzigen Zusage an diese Länder. Ihr alle werdet Mitglieder der Europäischen Union, und in dem Moment war eine Chance für den Frieden auf dem Balkan. Und das ist ein Beispiel für Europas Logik. Vielen Dank.